Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück. Oh, da ist er wieder, der Mann mit den Baumstämmen zum Polizeisimulator. Autobahn-Polizeisimulator 2. Puh, das war gerade richtig schön mit dieser Kamera. So, wir sind auf der Suche nach dem Steineschmeißer. Er hat ein neues Opfer. Ich mache jetzt mal eben das Gelaber, das Horn aus. Ich werde hier wahnsinnig. Vorsicht! Irgendwie wenden wir doch nochmal. Oh. Ja, geil, was ist das denn? Na, das ist ja super gemacht. Guck mal, die Karte sagt, ich soll da langfahren. Da kann man aber gar nicht langfahren. Ihr seid so eine Experten, Alter, ohne Spaß. Es ist auf der anderen Seite, wie ich es mir gedacht habe. Ja, man muss sich auch mal nicht an die Straßenverkehrsordnung halten. Ne? Anders geht es halt nicht. Du hast keiner gesehen. Huch, wir haben es geschafft. Hans, Alter, ohne Spaß. Au, die Feuerwehr. Da ist er, da ist er. Das war er, das war das grüne Auto. So, sichere die Unfallstelle. Oh, ja, ist gut. Okay, Feuerwehr ist auch am Start. Steht aber auch entspannt da rum, ne? Also arbeiten tue wieder mal nur ich. Es ist beeindruckend, wie so alle anderen NPCs einfach nichts machen. Auch Hans. Hans ist in Gänze nutzlos. Der trinkt nicht mal Kaffee, er ist einfach nur da. Ja? So, jetzt wird sich das hier wieder durch die Klöten durchgezwirbelt. Achtung. Ich weiß halt nicht, was da abgeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, okay. Unfallstelle ist gesichert. Da wollen wir mal eben Fotos machen. Also, hier ist auf jeden Fall ein Stein geschmissen worden, hat das Auto getroffen. Das Glas ist natürlich mitgeflogen und hat sich dann hier hingelegt. Oh, oh, scheiße, geht's ihm gut? Leute, hier ist eine verletzte Person im Auto. Wollt ihr euch da nicht mal drum kümmern? Also so irgendwie erste Hilfe leisten oder so? Ja, machen wir erstmal Fotos, ne? So, dann das Auto. Können Sie sich vielleicht ein bisschen, können Sie noch ein bisschen blutiger aussehen, damit das noch ein bisschen schlimmer wirkt? Boah, 4K, Alter, 30 FPS. Ich weiß zwar nicht, warum ein Fotoapparat FPS hat, wenn man kein Video aufnimmt, aber ist auch egal. Wir müssen die Sanitäter informieren. Hier ist auf jeden Fall jemand verletzt. Guckt euch das an. Eieiei, die hat echt den Stein abgekriegt gegen den Kopf, oder er? Sieht eher aus wie eine Dame. Ich hoffe, es geht ihr gut. Sie sieht nicht gut aus, aber wir müssen uns um den Sanitäter kümmern. Hören Sie! Kümmern Sie sich bitte sofort um die Fahrerin des getroffenen Autos. Da ging ein Stein voll durch die Scheibe. Alles klar. Danke. Wir machen uns gleich an die Arbeit. Alles klar. Danke. Befrage auffällige Person. Sie ist sehr auffällig. Er tanzt hier. Er ist hart am Dance. Er ist richtig glücklich. Er ist so ein richtiger Gaffer-Typ. Weißt du, das ist so einer, der nimmt das dann auch auf und stellt das dann auf Facebook hoch und so. So einer ist das. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen. Hallo. Gut, dass Sie vorbeigekommen sind. Ich konnte etwas beobachten, was diesen Unfall da angeht. Ich bin übrigens Konrad. Konrad Schneider. Also dann, Konrad. Was haben Sie denn gesehen? Wissen Sie, ich bin ja großer Fan der Polizei. Ich freue mich so, dass ich Ihnen endlich mal behilflich sein kann. Dann helfen Sie uns jetzt. Was genau haben Sie beobachtet? Oh ja, ja, natürlich. Tut mir leid. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Täter gesehen habe. Also, ich meine natürlich den Tatverdächtigen. Kennzeichen? Konnten Sie das Kennzeichen des Tatverdächtigen erkennen? Natürlich. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben und gemerkt. Es lautet NISBT83. Sind Sie sich sicher? Ja, auf jeden Fall. Ich wusste gleich, dass der wichtig ist. Der ist so auffällig langsam davongefahren, der musste was im Schilde führen. Und als guter Bürger notiert man sich wichtige Informationen da natürlich auch. Danke. Das ist eine sehr gute Information. Also diese Animationen sind so hart cringe. Und die Dialoge, das ist so, als hätten so zwei Kinder, die, keine Ahnung, haben ihre Lego-Polizeistation aufgebaut und spielen gerade da mit ihren Lego-Polizisten und denken sich dann Geschichten aus und schreiben Dialoge. Das ist das Niveau des Textings und Writings in diesem Game. Es ist echt krass. Es ist echt, echt krass. Zeigen wir erstmal das Foto. Haben Sie diesen Mann gesehen? Ja, genau. Das ist der Typ. Was ist denn los mit ihm? Konnten Sie das Fahrzeug des Tatverdächtigen sehen? Ja, der ist einen grünen Geländewagen gefahren. Gespräch beenden, es reicht auch wirklich. Das wär's dann.
Danke für Ihre Aussage, Konrad. Eine Sache hätte ich da noch. Schauen Sie mal, den habe ich oben auf der Brücke gefunden. Ein Stein? Konrad, bist du vielleicht der Steineschmeißer? Ist das etwa ein Beweismittel? Oh, aber... Naja, ich dachte, von so einem Stein kann man sowieso keine Fingerabdrücke nehmen. Oh Mensch, Konrad, denk doch nach. Wenn ich jetzt was falsch gemacht habe, dann wollte ich das nicht. Ich wollte doch nur helfen. Wir sind der böse Polizist Tadeln. Konrad, das war keine gute Idee. Hören Sie mal, Sie sind kein Polizist. Sie sind nur ein Augenzeuge. Das sollte Ihnen klar sein. Und wenn Sie sich für die Polizeiarbeit interessieren, müssten Sie wissen, dass Sie nie absichtlich einen Tatort manipulieren dürfen. Ja, Sie haben recht. Ist mir wirklich unangenehm. Ich wollte doch nur helfen. Lern das endlich, Konrad, Mann, ja? So, guck mal, alles richtig gemacht. Punkte gehen rein. Buff, so. Informiere Airbacker über den Fortschritt. Alter, diese Kamera. Guck, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich drücke nur in eine Richtung. Ich drücke den Stick nur in eine Richtung. Das flippt hier rum wie bekloppt. Oh, ich finde mein Auto nicht. So, abhauen. Los, Hans, einsteigen. Zurück zu Herrn Becker. Becker. Die Pöppel da lassen wir da. Die kann die Feuerwehr da mitnehmen. Wow. Kamera komplett am Ausrasten. So, wir fahren kurz vom Tatort weg und dann teleportieren wir uns aber. Keine Sorge, wir werden das nicht alles zurückfahren. Das ist mir zu krank. So, Schnellreise. Zurück nach Nissen. Verrückt. So, informieren Sie Airbacker. Eben entspannt eingeparkt. Oh. Heieiei, 44. Na, ist aber so, so kommt man auch wieder zurück, ne? Ich mache wenigstens nicht so viel kaputt wie Hans, der jedes Mal beim Aussteigen die halbe Tür abreißt, weil er zu bescheuert ist. So, los geht's. Herrn Becker informieren. Schnell, es ist ein wichtiges Thema. Der Steineschmeißer. Dieser Arsch. Dieser Arsch. Es ist so irre. Vor allem, wenn er sich dann mit seinem gigantomösen Hinterteil in eine Kurve legt. Das sieht so gut aus. Herr Becker, Herr Becker! Gute Arbeit. Wir haben das Kennzeichen schon gecheckt. Es gehört tatsächlich zu einem grünen SUV. Der Wagen wurde allerdings schon vor einigen Tagen als gestohlen gemeldet. Wir müssen den Typen erwischen. Wir brauchen den Computerauswertungsvideoraum, um in diesem Fall weiterzukommen. Ja, geil. Ich freue mich auf den. Muss ich den kaufen, den Computer-Video-Auswertungs-Super? Wahrscheinlich müssen wir den kaufen. Das ist bestimmt hier so ein extra Ausstattungsteil. Und jetzt geht der Grind los. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, dass jetzt der Grind losgeht? Hier, weitere Arbeitsplätze, Archiv, Computer-Auswertungs-Videoraum. Seht ihr das? Wir müssen den kaufen. Den müssen wir kaufen. Oh, scheiße. Erstmal müssen wir das Archiv kaufen. Und jetzt können wir den Computer-Auswertungs-Superraum kaufen. Aber der kostet 4000 Schmeckels und wir haben leider nur noch 3550. Bedeutet, wir müssen jetzt erstmal irgendeine andere Mission machen. Hätte ich mal keine Kaffeemaschine gekauft, ne? Konnte ja keiner ahnen. Konnte ja keiner ahnen. So, bevor wir weitermachen, einmal gespeichert. Bip. So. Naja, der gute Junge unten hat ja wieder eine Mission für uns. Das sind bestimmt wieder die gleichen. Wahrscheinlich ist er hier quasi der NPC in Skyrim. Geht es nach unten? Haben wir noch einen Keller? Wir haben noch einen Keller. Verrückt. Hallo? Wer bist du denn, Fesches? Du siehst ja jetzt nicht unbedingt polizeikonform aus, muss ich sagen. Anforderung nicht erfüllt. Ja, cool. Zivilfahrzeug und... Der CARV-Raum. Natürlich nicht ausgeschrieben, damit ein Laie wie ich keine Ahnung hat, wovon die reden. CARV-Raum. Was will er? Bedeutet für uns, wir müssen jetzt random Missionen machen. Einfach rumfahren, Kontrollen machen und so weiter. Anders geht's nicht. Tja, Hans, ja, lass uns mal loslegen. Weil wir müssen ein bisschen Punkte sammeln. So kann man das auch strecken, ne? Wollen wir dann mal in Zivil unterwegs sein? Komm, lass mal Zivil machen. Das ist lustiger. Ich zieh mich eben um. Zivilkleidung. Okay, das ist es nicht. Hier, Herren natürlich, ist selbstverständlich. Die haben mein Gender assumed. Ich finde ein bisschen sad. So. Zivilkleidung. Au. Alter. Ich sehe in Zivil noch geiler aus. Noch bedrohlicher. So, Hans, Achtung, auf geht's in die Zivilkarre. Endlich mal zivil unterwegs, wa? So. Können wir den trotzdem? Ja, wir haben trotzdem Sirien-Dinger. Okay. Ja, dann rauf auf die Bahn und einfach gemacht, ne? Da ist jetzt der Weg. Ich habe gerade Forza Horizon vorher gespielt und das ist der neueste Teil, ist ja in Großbritannien.
Der neueste, also auch zum zwei Jahre alt, aber trotzdem. Ich habe ihn mal wieder rausgekrabbt, weil es gibt ihn jetzt auf Steam. Und das hat mich daran erinnert, dass ich das ja mochte. Und dann habe ich ihn mir auch mal wieder installiert. Und da fährst du natürlich auf der linken Straßenseite. Das macht mich gerade ein bisschen fertig. So, wir schauen mal, ob wir irgendwelche auffälligen Leute finden. Wie wär's denn mit ihm hier? So, warte mal. Eben das Rad geöffnet. Verkehrsmessung. Ihn hier. Ups. Man kann auch Daten messen, indem man direkt hinten dran fährt. Das ist gar kein Problem. Man muss mal, manchmal muss man leicht... Ich kann jetzt gerade nicht. Muss eben hier diese Messung machen. Ach komm, wir nehmen an. Wir übernehmen. Unschuldig, Fragezeichen. Hast aber Glück gehabt. So. Auf geht's. Erreiche den Zielort. Er ist wieder 9 Kilometer weit weg. Kriegst du Tür nicht zu. Eieieiei. Katastrophe ist hier am Stissel. Warte, wir müssen uns kurz beruhigen. Eben kurz wieder ein bisschen Ruhe reinkriegen. Ja, ja, so ist wieder gut. Weiter geht's. 8,7 Kilometer. Ich fahre einfach mal und hoffe, dass das nur gerade ausfahren ist und wir auch wirklich an das Ziel herankommen. Hier spricht die Zentrale. Wow, wo müssen wir lang? Weiter geradeaus? Ja. Einfach Gas geben, Leute. Einfach Gas geben. Den Video-Superraum. Es ist mir ein persönliches Erstreben, diesen Raum zu bekommen. Ja, nur mit diesem Raum können wir einen wirklich vollständiger und guter Polizist werden. Ich finde es aber beeindruckend, dass man als Mitarbeiter für die Ausstattung der Wache zuständig ist. Ne? Ich als neuer Mitarbeiter, frisch reingekommen in die Wache da, ins Revier und muss jetzt hier mit meinem eigenen Skill, mit meinen eigenen Leistungen für den Videoüberwachungsraum blechen. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Das Konzept. Aber naja, ich will mich jetzt nicht zu sehr beschweren. Kilometer, wir fahren das mal eben noch, ne? Hilft jetzt nichts. Das kann man doch ruhig mal fahren. Da ist wieder der Atommeiler, wenn wir schon mal da sind. Wir übernehmen. 4000 Punkte brauchten wir. Also wir müssen jetzt so lange weiterarbeiten, bis wir 4000 Punkte haben. Dann können wir den Videoüberwachungs-Superraum kaufen. Und dann geht's mit der Story rund um den Steinschmeißer weiter. Und ich wette 10 Euro bar auf eine Kralle, dass das die komplette Main-Story ist. Wenn wir den Steineschmeißer gefunden haben, ist die Main-Story durch. Ich wette. Wirklich, die haben sich bestimmt nicht mehr ausgedacht. Das ist alles. Und danach kommen nur noch Random-Dinger, so à la Skyrim, diese Standard-Dinger. Klau dies, klau das. Wenn dann immer irgendwelche Auffahrunfälle oder was auch immer, betrunken am Steuer. Es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Delikten. Und bei der Softwarequalität hier im Allgemeinen gehe ich nicht davon aus, dass hier große Storys sich ausgedacht haben. Das war knapp, ey. Wenn wir da frontal drauf gekachelt wären, ich glaube, dann wäre Chaos-Meter aber auf 100%. So, noch 1,8 Kilometer, dann sind wir da. Neuer Schnellreisepunkt. Hier waren wir noch nie, es ist neu. So, noch 900 Meter erst. Oh, ist das wieder auf der anderen Seite? Es ist wieder auf der anderen Seite. Ich flippe aus! Nein, doch nicht. Doch! Oh, Misty Kaki. Ja gut, wir müssen einmal irgendwie wenden. Wir müssen den Wendehammer finden. Hilft auch nix. Oh, das mache ich doch mit Absicht, damit es noch länger dauert. So, warte, hier ist doch gleich die. Hier ist Chance. Hier können wir wenden. Wendemanöver eingeläutet. So. Haftbefehl! Haftbefehl! Spori, druck den Haftbefehl aus! Scheiße, what the fuck? Oh, nee, Alter, das Konzept Autobahn ist einfach echt, das sackt einfach nur. Jetzt muss ich wieder wenden, endlos lange. Ich flippe aus. Nö, wir waren doch schon da. Vorsicht! So, nächstes Wendemanöver. Achtung! Oh, scheiße. Wenn ich jetzt hier am Ende noch drauf gehe, ne, und wieder zurück an die Wache geportet wäre, dann flippe ich aus.
So, endlich wird gewendet hier. Hupala! Ja, wollte ich ja, aber dann musste ich eine Mission übernehmen. Deswegen, ich kann gerade nicht. Aber nächstes Mal bin ich gerne mit dabei. Firefly. Wer kennt es nicht? Die Firefly-Limo. Wir fahren hier dick die Limo, Alter. Ich sag euch das. Mega. Autobahn, Polizei, Simulator. Achtung! Gottes Willen. Fahren hier auch alle wie die bescheuert, ne? Das war eng. Wow, oh, was stimmt denn mit dir? Die KI ist halt auch komplett hinüber. Hier geht gar nichts. Die können nicht mal richtig Auto fahren. Es ist eine Vollkatastrophe. Autobahnsimulator und keiner hält sich an die Straßenverkehrsordnung. Das ist so gut. Oh, ein Kran. Habt ihr das gesehen? Ob uns da später noch eine epische Quest erwarten wird beim Kran auf der Baustelle? So, Vorsicht. Da ist ein riesiges, braunes, gubbeliges Feld. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Folge gleich zu Ende, aber ey, läuft. Hier konnten wir uns halt nicht mal hin teleportieren. Darf ich bitte vorbei? Junge! Komm schon! Komm schon! Oh. Fahr mal schneller! Komm schon, lass mich bitte vorbei. Danke! Alter! Ich hab wenigstens mal meinen Alarm anmachen können, ne? So, endlich auf der richtigen Seite. War ja fast kein Umweg, ne? Alles abbrechen. Wir kümmern uns um die Teddybären. So, Digga, Auffahrunfall hier. Wollen wir mal eben erstmal die Stelle absichern. Schön in Zivil, ey. Mal was Neues. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Hans, Junge. Du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Ich glaube, du brauchst dringend Urlaub, Junge. Du bist am Zittern, das ist nicht mehr normal. Mit den Papieren ist soweit alles in Ordnung, aber einer der Fahrer hat Alkohol getrunken. Das ist. Den hatten wir doch gerade. Der hat doch gerade eben. Das ist doch der gleiche von gerade eben. Den haben wir gerade einkassiert. Ja? Ist wieder freigekommen. Zack. Hat sich ein Auto genommen und ist schon wieder am Saufen. Das ist einfach stumpf die gleiche Person. Verrückt. Ah, oh, ist ja gut. So, jetzt erstmal schön. Wir sind. So ein Ding durch den Stritt zieht. Also ich weiß nicht, was mit seiner Hüfte los ist. Ne? Man muss ja schon wirklich ein bisschen Hüftschaden haben, um solch eine Bewegung zu vollziehen. Ich weiß nicht, wenn ihr sowas hinstellen würdet, würdet das so aussehen? Würdet ihr das so machen? Wäre das euer Weg? So, Fotos machen. Was haben wir denn da so? Okay, Auto, Auto und... Okay. Warte. Oh, immer wieder der Glatzen-Shot. So, also... Auto! Und ein Auto. Befrage die Unfallbeteiligten. Tja, wer von euch hat gesoffen? Moin. Hallo, Herr Hahn. Sind Sie in Ordnung? Herr Hahn. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Ja, klar. Was gibt's? Wie hat sich der Unfall aus Ihrer Sicht abgespielt? Kurz gesagt, ich war etwas unaufmerksam. Ich wollte eine CD wechseln und hab so das Stauende erst zu spät bemerkt. Sie sehen ja, dass ich noch leicht auf meinen Vordermann aufgefahren bin. Das ist mein Fehler. Und das wird mir sicher nicht mehr passieren. Ah ja, danke, dass Sie so ehrlich sind. Wer hat denn noch CDs? Ist Ihnen noch etwas Besonderes aufgefallen? Ja, ist es. Der andere Fahrer hat mich sofort angesprochen und wollte mich dazu überreden, dass ich keine Polizei rufe. Das kam mir komisch vor. Aber als ich den Alkohol gerochen habe, wurde mir einiges klar. Der Fahrer hatte eine starke Fahne. Ich hatte sowieso die Polizei verständigt, damit alles seine Ordnung hat. Aber so erst recht... Auch wenn ich den Unfall verursacht habe. Sowas geht gar nicht. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Ich habe Ihre Aussage zu Protokoll genommen. Sowas, meine Freunde, geht gar nicht. Die Plauze sieht, in der Uniform sieht die Plauze besser aus, muss ich sagen. Die Frage, diese Vorstellung, wie wenn er hier aus seinem Streifenwagen aussteigt, in Uniform, was die Leute dann denken. Ja, Hahn ist gut, wo wir bei Herrn Hahn sind hier. Herr Hahn, dein Kollege, ruft hier gerade vor sich hin. Meine Lieben!
Ihr hört den Horn krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bitte Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie man gerne unter dem Video posten. Macht den YouTube-Algorithmus bitte glücklich. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, sehen wir uns gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.